Hallo ihr Lieben, jetzt geht's los. Just loving this moment, can we stay here forever? I'm loving this moment, can we stay here together? If I could stop the time, don't you know that I would, cause I'm just loving this moment, can we stay here forever? Einen wunderschönen guten Morgen, meine Lieben. Ich habe gerade eine neue Kamera in der Hand. Eigentlich ist es fast die gleiche, die ich schon hatte, aber sie hat jetzt ein Mikrofon und einen Ständer und es ist besseres Modell. Der Ben packt gerade seine Schnuller aus, aber wir müssen die erst abkochen. Test, 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 1, 2, 1, 2, Mic Test. Wie sieht das alles aus? Sieht gut aus, sieht gut aus. Papa läuft, man sieht den Papa. Hier ist halt ein bisschen hell. Color correction. 1, 2, 1, 2. Yes, yes, yes. 1, 1, 1, 1. I'm the one. Wir gehen jetzt auf die Stroß. Vielleicht windet's dort. Dann können wir das auch sofort checken. 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2. Gibt keinen Wind. Wind ist nicht do. 1, 1, 1, 1, I'm the one. Come on, yes, yes, 1, 2. Sehr gut. So, meine Lieben, kurze Unterbrechung. André wollte einmal checken, ob die Kamera auch richtig funktioniert, ob der Ton gut ist. Und ja, ich bin mega glücklich. Es ist eigentlich die gleiche, die wir schon hatten, aber die ist ja ein bisschen kaputt gegangen. Und das ist jetzt ein Modell weiter, also nochmal ein bisschen ein besseres Modell. Und ja, ich freue mich, es ist vor allem, wir haben es vor allem jetzt gekauft für die Reise. Wir haben hier nämlich jetzt nebendran so ein Mikrofon, so ein buschiges Mikrofon, wenn es in Dänemark dann windig ist, dass ihr uns trotzdem gut hört. Wir sind volle Kanne in Reisevorbereitungen. Ich habe ja auf YouTube jetzt wirklich eine große Pause eingelegt und ich will hier wieder viel mehr vloggen. Es wird auf jeden Fall mit der Reise anfangen, hier wieder ganz, ganz viel zu sein. Und zu werden und wir werden euch viel zeigen, auch hier auf YouTube. Wir sind jetzt so weit, dass wir in Dänemark ein wunderschönes Haus gemietet haben, uns das geleistet haben. Wir müssen ja wahrscheinlich, wenn sich nichts ändert, in Dänemark 4 Tage in Quarantäne und da haben wir gesagt, dann wollen wir auch ein Haus, wo wir richtig schön beschäftigt sind mit Whirlpool, mit Sauna, mit Schwimmbad. Es ist so ein Tischkicker noch drin. Ja, also wir werden da ganz, ganz viel Spaß haben. Jetzt müssen wir gucken, wie wir da hochkommen nach Dänemark. Und jetzt haben wir so eine kleine Route geplant. Die Route ist erstmal, beginnt sie bei Frankfurt, weil wir dort noch eine Hühlerpräsentation machen bei einer Familie, die sich das ganz arg gewünscht hat. Und da sie auch überlegt einzusteigen, haben wir gesagt, komm, wir fahren da persönlich vorbei. Und wir dürfen dort auch übernachten in ihrem Wohnwagen. Da bin ich sehr gespannt. Das wird bestimmt auch sehr spannend für uns. Nach dieser Übernachtung und Präsentation geht es dann am nächsten Tag weiter. Also der Plan ist, am 7. dort zu sein und dort zu übernachten. Am 8. Juni werden wir dann irgendwo in der Nähe von Göttingen wahrscheinlich schlafen, weil wir mit den Kindern nie mehr wie so 2, 3, 4 Stunden höchstens fahren können. Wir gucken mal, dass wir aber da auch eine Unterkunft vorplanen, dass wir da nicht in Stress kommen. Wir haben ja auch Mia, unseren Hund dabei, da muss man gucken, wo darf ein Hund schlafen. Deswegen müssen wir in der Nähe von Göttingen noch eine Übernachtung machen und finden. Dann gehen wir nach Hamburg, auch da haben wir noch keine Übernachtung, da muss ich mich jetzt auch drum kümmern. Wir haben gestern so ein bisschen vorgeschaut, da gibt es so ein Apartment-Hotel, was ganz gut aussieht. Da hat man dann so ein kleines Apartment, da würden wir dann 2 Tage schlafen, weil in Hamburg lebt mein Bruder. Den ich schon, ich glaube, 2 Jahre oder sogar länger nicht gesehen habe. Er hat noch nie Ben gesehen und ich noch nie seinen Sohn. Also das ist echt traurig. Er ist aber auch super beschäftigt. Er ist ein Filmarchitekt und macht Filme und Werbetrailer. Und ja, es ist sehr, sehr viel unterwegs und viel beschäftigt. Und ich ja auch. Und dann haben wir halt beide Kinder. Und das ist dann nicht immer so einfach, sich zu sehen. Und deswegen freue ich mich wahnsinnig auf ihn. Wir werden da bestimmt, obwohl er am Drehen ist, uns irgendwo treffen. Also jetzt nicht wirklich den ganzen Tag, aber einfach mal schön, ihn mal wieder in den Arm zu nehmen. Und seinen Sohn. Seinen zweiten Sohn kennenzulernen. Immer nur über FaceTime oder Bilder.
Da freue ich mich sehr drauf. Andres großer Wunsch ist ja eigentlich noch beim Timmendorfer Strand vorbeizuschauen, aber wir haben halt gesagt, weil das Haus in Dänemark jetzt doch teurer geworden ist wie geplant, dass wir da irgendwo an der Hochreise dann ein bisschen Abstriche machen müssen und nicht überall jetzt Unterkünfte buchen. Nicht, dass unser Erspartes dann gleich am Anfang schon weg ist. Wir möchten ja austesten, wie lange wir auf Reisen sein können, ob wirklich dieser Online-Verdienst schon reicht, um, wir haben halt dann eine Doppelbelastung mit der Miete hier und der Miete unterwegs. Ob das schon so klappt, wissen wir nicht. Wir sind aber ganz spontan und probieren einfach, wie weit wir kommen. Der große Traum wäre Dänemark, Schweden, Finnland. Aber wir gucken, wie das, also ne, in Dänemark haben wir uns jetzt ein super tolles Haus geleistet, vor allem wegen der Quarantäne. Danach werden wir natürlich günstigere Unterkünfte wählen, die jetzt nicht unbedingt Whirlpool, Sauna und Schwimmbad dabei haben, aber man hat ja dann das Meer und man hat sich und das wird dann bestimmt ganz, ganz schön. Die Vorbereitungen laufen. Ich habe heute einige Dinge ausgepackt, die wir so bestellt haben. Bitte ignoriert den Hintergrund. Ich habe nämlich viel Chaos. Wir haben viel Chaos, weil wir gerade eben ja so ein bisschen gucken, was wir alles brauchen. Zwei Dinge, die ich für Liana bestellt habe, möchte ich euch kurz zeigen. Und zwar habe ich hier einmal Schwungübungen ab 4 Jahren. Liana hat wahnsinnig Interesse momentan an Buchstaben und Zahlen und das wollen wir natürlich ein bisschen fördern. Wir haben da auch schon nach Computer-Lernprogrammen geguckt, ob wir mal ein bisschen anfangen zu gucken, wie sie mit uns so lernen würde. Und Schwungübungen für Kinder ab 4 Jahren, das ist dann vor allem eben eine Vorbereitung fürs Buchstaben lernen. Hier Augen-Hand-Koordination habe ich alles online bestellt. Und das, da macht sie momentan wahnsinnig gerne. Und ich habe gedacht, das ist für die Reise dann auch toll, malen nach Zahlen. Das sind jetzt eher so einfache Bilder, aber es stand da ab 4. Also Liantin ist da schon sehr, sehr gut in malen nach Zahlen. Aber ja, da werden bestimmt noch einige Dinge folgen. Das wollte ich uns für die Reise aufheben. Dann bin ich hier gerade noch an Schwimmbadsachen. Um Gottes Willen, wie lange waren wir nicht mehr im Schwimmbad? Ne? Durch den ganzen Lockdown, wie lange war das alles zu? Ben war immer noch in diesem Schwimmring. Da wird er jetzt nicht mehr rein wollen. Das ist ja so eine Liegeposition. Liana hatte immer die da, die echt mega gut sind. Und die haben wir jetzt gerade nochmal bestellt für Ben. Und dann habe ich noch so Spielsachen rausgeholt. Wir müssen ja ein bisschen mit dem Platz gucken. Unser Auto ist jetzt nicht unbedingt dafür geeignet, dass wir so lange auf Reisen gehen mit Hund und 2 Kindern und viel Gepäck. Wir überlegen gerade noch nach einer Gepäcklösung und wir werden Vakuumierbeutel bestellen, um unsere Kleider einzuvakuumieren. Wir haben ja sowieso den Hühler dabei. Das heißt, wir können überall vakuumieren. Und dann gucken wir mal, was wir so an Spielsachen mitnehmen. Ich meine, das kann man alles platt drücken, das nimmt keinen Platz weg, aber ja, so andere Sachen. Es gehen jetzt natürlich einfach finanziell schon einige Sachen vor der Reise ab, wie zum Beispiel die neue Kamera. Dann haben wir ein neues iPad gekauft, für Liana vor allem. Was haben wir noch gekauft? Kleinigkeiten für die Reise, iPad-Halterungen für die Kinder. Also ne, wenn man so lange Fahrten macht oder mal gucken, wie lang sie werden. Irgendwann ist es schwierig, sie zu beschäftigen. Und dann dürfen sie natürlich auch mal eine Folge iPad schauen. Wir machen das aber so, wie meine Eltern das damals gemacht haben. Viel singen, viel, ja, ich sehe was, was du nicht siehst. Also ne, wir versuchen sie schon auch neben dem iPad her, also nicht nur den iPad hinstellen und gut ist, sondern auch viel zu beschäftigen. Wir haben so Reisespiele auch immer gemacht, als ich klein war, hatten wir keine iPads und keine Handys. Meine Eltern haben das auch geschafft und wir hatten viel längere Strecken. Wir sind immer mit dem Auto gefahren und das ging auch irgendwie. Da muss man sich dann ein bisschen motivieren, das auch zu versuchen und nicht nur den iPad hinzuhängen. Das ist natürlich die einfache Variante, aber so das Beschäftigen ist auch super wichtig. So, ihr Lieben, wir haben es schon mitten am Tag, weil wir hatten heute Morgen ein Online-Meeting und das bringt uns immer so ein bisschen aus der Tagesstruktur raus, wenn sowas ist. Wir müssen jetzt Mittag essen, die Kinder haben schon Nudeln gegessen, André und ich haben aber noch nichts gegessen, das machen wir jetzt. André muss noch mit Mia spazieren gehen, ich möchte irgendwas mit den Kindern draußen machen heute, weil so schönes Wetter ist. Aber nebenher muss auch die Reisevorbereitung laufen, weil wir eben nur noch 8 Tage haben, glaube ich. Heute ist Samstag. Am Montag in einer Woche geht's los. Deswegen müssen wir jetzt auch echt gucken, dass wir alles auf die Reihe kriegen. Ich möchte heute auch den Koffer aufstellen, die Kleider-Vakuumierbeutel bestellen, dass man da so ein bisschen gucken kann. Ja, so langsam, also packen ist jetzt vielleicht ein bisschen früh, 8 Tage vorher, aber so langsam mal so das alles zusammenräumen, dass man auch so ein bisschen eine Vorstellung bekommt, was kommt denn alles mit.
Wenn wir jetzt wüssten, dass wir monatelang auf Reisen sind, dann würden wir wahrscheinlich auch so Dinge wie die Kaffeemaschine einpacken. Aber wir wissen es halt noch nicht. Und es ist ja auch schön, mal zu schauen, ob man mit weniger klarkommt. Man muss nicht wahnsinnig viel dabei haben. Wir werden ein paar Spielsachen für die Kinder mitnehmen, wir werden Kleider mitnehmen und das ganze Technikzeug, das wir auch zum Vloggen brauchen und zum Arbeiten, den Hühler, den wir auch zum Arbeiten brauchen. Aber ansonsten werden wir uns wahrscheinlich schon versuchen, ein bisschen arg zu reduzieren. Jetzt kommt die bittere Wahrheit, ihr Lieben. Die Küche, wie immer. Ich muss hier schnell aufräumen, dass ich für André und mich Mittagessen machen kann. Und das werde ich jetzt tun. Das ist es geworden, ihr Lieben. Benjen hatte jetzt auch nochmal Lust darauf, obwohl die Kinder schon Nudeln gegessen haben, wollte er auch davon. Was ja gut ist, Lianten ist schon beim Nachtisch. Aus einem Zuschauerpaket hat sie Bio-Knusper-Schildkröten. Papi hat... Na, sprich's richtig aus, Papi? Pilmeni. Pilmeni. Ich sag's immer falsch. Pilmeni sechs Thema. Mhm. Oh, Papas Gesicht darf man zeigen. Hallo. Papa war beim Barbier übrigens. Jetzt hat er wieder Kürze. Warum ist das so dunkel? Weil ich vor dem Fenster stehe. Schön sieht er aus. Freust du dich auf unsere Reise? Wirklich? Ja. Das ist vor allem, wenn es draußen windig ist und wenn es windet und an der Kamera so macht, dann macht es immer so und dann hört man nicht, wenn ich spreche, dann hört man nur den Wind. Und der Puschel, der macht das weg, dass man nur mich hört und nicht den Wind. Gut, oder? Ihr Lieben, eigentlich wollten wir auf den Naturpfad, aber jetzt ist Ben eingeschlafen. Es war eigentlich zu erwarten, weil er hat normalerweise immer so gegen 11, 12 ein Schläfchen und das hat er heute nicht gemacht. Ich habe dreimal versucht, ihn hinzulegen und er hatte keine Lust zu schlafen und deswegen ist er jetzt eingeschlafen. Jetzt haben wir schon alles gepackt, der Rucksack ist gepackt, wir sind alle angezogen, aber ne, wenn er schlafen muss, muss er schlafen. Wir kneten jetzt. Liana hat sich gewünscht zu kneten. Und wenn er dann nachher wach ist, dann machen wir einfach einen kürzeren Ausflug. Vielleicht bei uns auf den Heuberg, dort was trinken, schaukeln, oder? Mhm. Und so lange kneten wir jetzt. Ich habe mir gerade endlich mal wieder meinen kalten Eiskaffee gemacht. Erinnert ihr euch? Hafermilch und gefrorenen Kaffee. Mega lecker. Liantin hat einen kalten Kaba und jetzt wird geknetet. So, Bändchen ist wach. Wir haben es aber schon 18 Uhr. Und jetzt gehen wir ein bisschen auf den Heuberg. Wir testen jetzt gerade mal, weil es windet, ob ihr uns jetzt besser versteht, weil wir haben ja jetzt so ein Mikrofon. Und jetzt laufen wir die Hühner füttern und zum Heuberg hoch. Und beim Heuberg gibt es ja, ich weiß gar nicht, ob die Gastronomie schon offen hat, aber auf jeden Fall gibt es immer Getränke. Ein bisschen die Kinder müde machen, den Berg hochjagen und... Schau, der Ben macht das Gleiche. Und was trinken. Aber jetzt gehen wir erstmal Hühner füttern. Los. Gurke, die Gurke. Okay, jetzt windet's. Dann sprich. Ich spreche mit euch. Achtung, Auto. 1, 1, 1, 2, 1, 2, 3. Es windet gar nicht so arg. Vielleicht auf dem Heuberg wird's, wie heißt das? Arg und dann noch mehr als arg. Eiger. Ärger, das ist der Ärger. Nee, wie sagt man? Es windet nicht so arg und da oben, hoffe ich, wird noch Ärger. Stärker. Stärker. Okay. Ja, noch eins. 10. Oh, jetzt. Wie hört man mich? Yes. Ah, ja, yes. Guter Papa, renn schnell zum Papa. Renn schnell. Schnell. Wo ist der Papa? Papa! Es ist immer so, wenn wir einen Spaziergang anfangen, dass meistens Liana sagt, nee, ich bin zu müde, bitte tragt mich. Und dann nach ungefähr 10 Minuten ist sie nur am Rennen und läuft so gut. Boah, wie du rumrennst. Wir kommen, ja. Oh, Ben auch, ne? Du? Ich bin so müde. Was, du bist müde? Du läufst aber toll. Gleich sind wir oben. Yeah.
Bäume. Obala, geschafft. Wo da oben? Da oben in dem Dach sind Babys drin. Ich höre die zwitschern. So, wir sind jetzt auf dem Heubergturm angekommen und jetzt werden wir hier was Kleines trinken. Was möchtest du, mein Schatz? Es gibt Fanta, es gibt Sprudel, es gibt Agi. 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 Apfelschorle für die Kinder. Bio-Apfelschorle sogar. Und ich habe ein alkoholfreies Radler. Zwei kleine Gläschen. Zwei kleine Gläschen haben wir noch, genau, für die Kinder. Ne? Düsch, willst du nicht mehr? Ist es schaukeln? Okay. Ben. So, ihr Lieben, wir sind zurück von unserem großen Spaziergang und machen jetzt Brotzeit. So viele Sachen haben wir. Wir haben wieder. Pepperoni war scharf. Wie sagt man dazu? Pepperoni war scharf. Und deswegen hat es mich gerade so im Hals gekratzt. Wie sagt man da, wenn man Einfach nur husten. Ach so, was du zu mir sagst? Man kann Gesundheit sagen. Gesundheit. Danke, mein Schatz. Von unserer Nachbarin haben wir Oliven bekommen. Die hat einen Olivenstand. Immer freitags. Und wenn dann was übrig ist, bekommen wir meistens was ab. Danke. Was heißt, du willst dir zeigen? Ein vegetarisches Würstchen, ne? Und Käse haben wir und Tofu und Peperoni und Gurken und Brot. Champions League. Papa guckt Champions League nebenher. Alles gegessen? Super, mein Schatz. Willst du nochmal? Einen wunderschönen guten Mittag, ihr Lieben. Ich habe gestern vergessen, den Vlog zu beenden. Mir ging es gestern Abend nicht so gut. Ich bin eingeschlafen mit den Kindern, bin dann wieder eine Stunde später aufgewacht und hatte dann übelst Schwindel und Kopfschmerzen und so und bin dann einfach liegen geblieben und konnte deswegen nicht den Vlog beenden. Heute Morgen waren wir schon mit meinem Papa auf einem Naturpfad, voll schön. Und jetzt habe ich gedacht, gehe ich mal an den Vlog schneiden. Deswegen verabschiede ich mich jetzt und freue mich, wenn ihr beim nächsten auch dabei seid. Bis ganz bald. Ciao.